Sind Sie schon auf Wikisana? Eure Nahrungsmittel sollten Heilmittel und eure Heilmittel sollten Nahrungsmittel sein. Das sagte schon Hippokrates, ein griechischer Arzt, 300 vor Christus. Und das ist das Thema, worum es auch heute in der Sendung geht. Ja, Ernährung. Und bitte nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Es ist aber nun mal ein wichtiges Thema und es herrschen so viele Mythen und so viele verschiedene Meinungen darüber. Und wir wollen uns heute vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle verschaffen. Herzlich willkommen in unserem Format Naturmedizin. Und ich habe heute einen spannenden Gast bei mir. Frau Dr. Friederike Feil ist bei mir Ernährungsspezialistin und Expertin für Darmgesundheit. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie sich gesund ernähren können, dann zeigen wir Ihnen Wege auf. Bleiben Sie dran, wir starten gleich ins Gespräch. Hallo liebe Friederike, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Hallo Alexandra, schön, dass ich hier sein darf. Wir wollen heute explizit über antientzündliche Ernährung für einen fitten Darm sprechen. Ich habe es schon eingeleitet, über Ernährung gibt es so viele verschiedene Mythen und so viele verschiedene Meinungen. Und man ist eigentlich wirklich überfordert. Das eine, was der eine heraufbeschwört oder für gut beschwört, das verurteilt wieder jemand anders. Und es findet sich eigentlich alles und die einzige Möglichkeit ist eigentlich nur, auf uns selbst zu hören, auszuprobieren, oder? Also es ist genau das, was du sagst. Also als Laie, ich will kein Laie sein, weil in dem Dschungel von Ernährungsmythen, was es überall gibt, ich höre das ja auch immer bei meinen Seminaren, das ist wirklich schwierig, da den Überblick zu finden. Und am Schluss ist es, wie du gesagt hast, das Allerwichtigste, dass man eigentlich seine eigene Erfahrung macht und spürt wieder, was tut einem wirklich gut. Und da kann man natürlich als Expertin ein paar Tipps geben, was man vielleicht mal ausprobieren kann. Aber am Schluss muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ja, letztlich muss es ja auch im Idealfall leicht umsetzbar sein in unserem heutigen Alltag, weil dem Essen widmen wir uns leider viel zu wenig, oder? Ja, also das ist auch ganz arg, vielleicht auch die erste Botschaft, ganz wichtig, dass Essen keinen Stress macht. Also ich erzähle immer gerne von mir, ich komme ja aus dem Leistungssport und ich war früher wirklich sehr dogmatisch. Ich habe auch alles ausprobiert. Ich habe mal Paleo ausprobiert, ich habe mal Low-Fat ausprobiert, ich habe mich mal komplett getreidefrei ernährt. Also alles, was extrem war, habe ich gemacht. Und dann war immer das Thema, wenn ich irgendwo eingeladen war, was isst denn du jetzt schon wieder nicht? Und dann war das also schon sozialer Stress, was Ernährung gemacht hat. Und deswegen so das allererste, alle Extremen sind nicht so gut, ja. Also kein Dogma bei der Ernährung, sondern das natürliche Menschengefühl, wieder das natürliche Gefühl für den Körper und auch mal locker sein, wenn es vielleicht nicht 100% so ist, wie die Frau Feil das jetzt heute sagt. Ja, es ist aber auch so, egal wo du bist oder mit wem du bist oder geschweige denn, wenn du eine Essenseinladung machst, mache ich jetzt nicht, weil Kochen ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Aber man muss sich immer erkundigen oder der eine darf das nicht oder kann das nicht, der andere kann das nicht. Ich denke mir dann immer, ja, dann muss ich doch einfach mal gucken, warum kann ich denn das nicht und warum kann ich jenes nicht und sollte mich doch da um Lösungen bemühen. Das vermisse ich in der Gesellschaft weitgehend oder finden die Menschen danach einfach keine Lösungen, obwohl sie suchen? Ja, also ich denke, es ist wirklich so, also früher gab es auch nicht so viel Allergien. Das hat natürlich viel mit unserem Darm zu tun. Also Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien ist ein Problem der Neuzeit. Und hängt natürlich auch mit unserem Essverhalten zusammen. Aber genauso hängt da auch ganz viel psychisch. Weil immer wenn ich natürlich was nicht essen kann, dann ist es auch eine kleine Aufmerksamkeit, weil ich dann ein bisschen anders bin. Aber die Leute nehmen das so für normal her und das ist nicht normal. Also es ist das erste Zeichen, dass wir eigentlich jetzt was tun müssten für unsere Gesundheit. Das ist ein leises Anklopfen. Hey, Friederike, tu was, mir geht's nicht so gut. Ja. Und es ist eben nicht normal. An sich müssten wir alles vertragen können, in Maßen. Auch was vielleicht nicht so gut ist, wie ein bisschen glutenhaltiges Brot, wo man jetzt sich streiten kann. Aber an sich müssten wir es in Maßen vertragen können, ohne dass es eine Reaktion in unserem Körper ausruft. Ja, jetzt haben wir Umweltfaktoren, jetzt haben wir natürlich auch die industriell verarbeitete Nahrung, die schwierig ist für unseren physischen Körper, würde ich jetzt mal sagen. Aber gibt es denn aus deiner Sicht die Möglichkeit, den
Darm, ich sage jetzt mal, in die Form zu bringen, wo man sagen kann, auch in den heutigen Umständen oder in unserem heutigen Alltag, ist er in der Lage, mit all diesen Einflüssen umzugehen? Auf jeden Fall. Und da spielt eben Ernährung eine ganz große Rolle, weil, wie gesagt, die Diversität, also die Vielfalt von unseren Darmmikroben, das sind übrigens 2 bis 3 Kilogramm, sind also bestimmt 60% unserer Ernährung. Und jetzt ist, wir fangen immer an, dann, okay, dann schauen wir irgendwie, was passiert im Darm und wie können wir ein bisschen stärken. Aber wir müssen, wenn wir das Verdauungssystem und also wieder, in, ich sag mal, ins Laufen bringen wollen, dann müssen wir wo ganz anders anfangen. Und das hier oben im Mund. Also ich sage immer, an sich dürfen wir erstmal lernen, wieder die Basics in der Ernährung. Und das vergessen die meisten. Dann fangen wir irgendwie an, Kohlenhydrate umzustellen, irgendwie gesündere Fette zu essen, was alles wichtig ist. Aber das Erste, was die Menschen vergessen, ist kauen. Also wir kauen nicht mehr. Und wenn ich in meinen Seminaren frage, wie oft sollten wir denn ein bisschen kauen? Ja, so eigentlich 20 bis 30 Mal. Wenn ich dann frage, wer macht das, dann habe ich meine Hand oben und sonst niemand. Und was da ja passiert, also ich speichere ja das Essen ein. Da werden schon allein Immunoglobuline gebildet. Das Essen wird eingespeichert und es fängt die erste Verdauung an. Und wir könnten so viel Krankheiten verhindern, wenn wir mehr kauen würden. Und auch zum Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wenn wir hier oben schon den ersten Schritt der Verdauung machen würden, würden wir Dinge wahrscheinlich vertragen, die wir, wenn wir sie schnell runterstopfen, nicht mehr vertragen. Und woher kommt es? Warum haben wir es verlernt, sagen wir mal so, das Kauen? Ja, ich denke, es ist ein großes Thema, dass wir einfach in so einer kleinen Stressgesellschaft sind. Wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit dafür. Ich glaube, das Bewusstsein ist auch gar nicht mehr dafür da. Ja, es muss immer schnell gehen. Also ich denke auch ein großes Thema, vielleicht auch der Hungerneid, ne? Muss man schnell reinschieben. Also ich kenne das vom Leistungssport, wenn man dann mit seinen 20 Kumpanen am Tisch saß, da musste man sich schon beeilen, damit man auch noch was abkriegt. Und so ist das Stück für Stück, war es einfach nicht mehr wichtig. Meine Oma hat das immer gesagt. Und mein Opa hat auch noch ganz langsam gegessen. Da habe ich es mir dann übrigens wieder abgeschaut. Gedacht, boah, ist mir ja langweilig. Der braucht eine halbe Stunde oder länger zum Essen und ich bin nach 5 Minuten fertig und muss ihm dann zuschauen. Ja, und interessant ist, man muss es wirklich trainieren wieder. Also es ist einfach eine Gewohnheit und unsere Essgewohnheiten werden ja trainiert. Also ein 60-jähriger Mensch, der isst im Jahr 365 Tage circa 1000 Mal. Das heißt, als 60-Jähriger hat er 60.000 Mal dieses Essverhalten trainiert. Und wenn er da nicht gekaut hat, ist es wirklich schwierig, wieder anfangen zu kauen. Ja, das stimmt. Wir haben ja schon mal, also jetzt mal, ja, bleiben wir doch noch mal bei dem Kauen, genau richtig. Wie kann ich das denn wieder trainieren? Weil wir schon gerade beim Thema sind, dann sollten wir es, glaube ich, eben einfach auch noch ansprechen, damit der Zuschauer eine Lösung hat. Auf jeden Fall. Also einmal ist es wirklich eine Umprogrammierung. Wir dürfen dann den Fokus da wieder drauflegen. Es gibt ja wirklich Darmkuren, die sich genau dem widmen. Das heißt, dass wir das Kauen wieder trainieren. Da gibt es die Weißbrot-Milchkur, wo man dann wirklich ein Stückchen Brötchen nimmt und ein bisschen Milch und das einspeichelt, bis es ein richtiger Brei ist. Das wird auch richtig süß. Und dann, und erst dann quasi das Essen dann schluckt. Und ich sag mal, am Anfang, das schmeckt nicht so gut. Ich habe deswegen gesagt, aber immer mal wieder üben, ganz gezielt. Also wirklich, das ist eine Challenge, sich das vorzunehmen. Ich mache das immer gerne, also in meiner Kur macht man das mit Kartoffel und Karotte und dann speichelt man das einfach ein und lässt es im Mund, bis das wirklich ein Brei ist. Das ist das eine. Und das Aber das hört sich doch schon viel sympathischer an als von FX Meyer, ne? Von FX Meyer. Das war auch die Inspiration, wie gesagt, damals, warum ich das mit rein habe. Und Karotten sind einfach noch auch gut für den Darm. Das heißt, ich habe dann einen Win-Win und die Leute kommen da noch mit. Was ich dann auch immer gerne mache, Leute, nehmt euch einen Kautrainer. Ich sage schon gerne Kautrainer, also vorm Essen einfach als Symbolik. Nehmt euch 2, 3, 4 Nüsse und kaut die, solange es geht, um einfach die Enzymproduktion anzuregen, um dem Gehirn dann auch zu sagen, okay, Signal, um langsam zu essen. Und dann hoffe ich, dass es dann auch in der Ernährung quasi oder in der Mahlzeit dann umgesetzt wird, genau. Ja, also bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, die antientzündliche Ernährung, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie viel Zeit nehmen wir uns überhaupt fürs Essen wahrscheinlich in unserem Alltag, ne? Und wenn wir mal schauen, das tun einfach die meisten zu wenig, ne? Also für Essen, glaube ich, außer vielleicht
ganz gezielt, dass man sagt, wir treffen uns jetzt mal zu einem schönen Abend, dann hat man Zeit für Essen, ja, aber ansonsten so im Alltag? Ja, es wird oft so schnell zwischenrein und auch da, das Nächste ist ja, wofür, also es macht einen Unterschied, in welcher Energie ich meine Mahlzeit zu mir nehme. Es macht einen Unterschied. Ich sage mal Schlüsselsatz, bei Stress fließen keine Verdauungssätze. Verdauungssätze, ja, die fließen auch nicht, aber Verdauungssäfte fließen nicht. Deswegen haben wir natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, wenn wir so schnell auch essen und nicht kauen, es funktioniert rein physiologisch nicht. Das heißt, dann lasse ich es lieber ganz bleiben, wie wenn ich mir schnell was zwischen reinschiebe. Der Körper hat damit massiv Probleme. Mhm. Und das wieder zu sehen, dass eigentlich unser Essen unsere Lebensenergie ist, und wir dafür uns Zeit nehmen sollten, weil das ist das, was uns dann ja auch die Produktivität gibt, die wir brauchen, um unsere Projekte zu machen und natürlich auch die ganzen Krankheiten vorbeugt. Also ganz großes Thema. Wir nehmen uns auch zu wenig Zeit, um selber zu kochen. Und das ist so eine Wertschätzung. Ich sage immer, es ist Selbstliebe. Wenn ich mein Essen koche, ist es für mich Selbstliebe. Das mache ich für mich. Genau, das ist ja eben dann schon der andere Aspekt, eben die Selbstliebe. Weil wenn wir essen oder wenn die meisten essen, sage ich jetzt einfach mal so, dann wird es zu dem Zweck sein, satt zu werden. Ja. Also eben den Hunger, der vielleicht gerade da ist, eben zu stillen, ne? Und nichts anderes. Und daraus ist wahrscheinlich auch Fast Food entstanden. Schnelles Essen mit Null- bis Minuswert wahrscheinlich für unsere Gesundheit. Ja, es ist also wirklich so, einfach nur den Hunger stillen, dafür ist es ja nicht da. Ja. Also es ist wirklich, ja, es soll ja wirklich auch sättigen und nähren, ja, unser Körper. Die ganze Zeit passieren da Umbauprozesse, Energieproduktion, braucht Mikronährstoffe, braucht ganz arg viel. Und dafür brauchen wir einfach eine gute Qualität an Essen. Ja. Und das sage ich ja auch immer, das ist das Nächste, wo man einfach schon viel machen kann, ohne viel umzustellen. Achtet auf eine gute Qualität. Ich sage immer, ja, Qualität anstatt Quantität. Weil wir sind auch erst satt, wenn im Körper alle 47 Mikron oder Nährstoffe enthalten sind. Wir sind nicht satt, wenn wir Kalorien reingeschoben haben, sondern wirklich satt sind wir dann, wenn alle Mikronährstoffe vorhanden sind. Und deswegen brauchen wir auch weniger, wenn wir eine hochwertige Ernährung essen. Mhm. Und das ist ja auch ganz arg spannend, weil unsere Ernährung kann nie besser sein als auf dem Boden, wo sie gewachsen ist. Und wenn ich natürlich keine gute Bodenqualität habe, dann sind da auch nicht so viel Mikronährstoffe drin. Mhm. Und deswegen am besten ein Bauer, der wenig spritzt. Es gibt Studien, die zeigen, wenn ich nur umstelle, dann muss ich noch gar nicht auf anti-entzündlich und irgendwas, nur umstelle von normaler konventioneller Nahrung auf Bionahrung, habe ich eine 90% weniger Pestizidbelastung nach einer Woche. Also weniger Ausscheidung im Urin. Und das ist ja schon mal unglaublich, was das macht. Und gerade nochmal zum Thema Boden, wir nehmen halt nicht nur Mikronährstoffe auf, sondern auch Bakterien. Und dann kommen wir zurück zum Darm. Und die sind ja einfach so wichtig für unseren Darm. Vorher schon gesagt, das sind 2 bis 3 Kilo Bakterien, die da drin sitzen. Und die nehmen wir auch über unsere Nahrung auf. Aber wenn der Boden bakterienarm ist, woher sollen sie kommen? Ja, also ganz vermeiden können wir wahrscheinlich so Pestizide und Schadstoffe ja eh nicht, weil wir sitzen alle in einem Boot und spätestens über den Regen kommt dann auch wieder das, was irgendwo gespritzt ist, an anderer Stelle dann wieder runter. Aber man kann es so, wie du jetzt gerade diese Studie angeführt hast, kann man das sehr gut, also zumindest erheblich verbessern, weil das ist schon eine große Rate. Und wie gesagt, ein ganz großes Thema ist da einfach auch den Darm fit zu halten, weil der Darm, da sitzt, also es ist nicht nur das Nadelöhr für die Nährstoffaufnahme, deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn fit halten, sondern da sitzen ja auch über 70% des Immunsystems. Und da wird ja auch, also das Thema Entgiftung hängt ganz arg viel auch mit unserem Darm zusammen, ja, weil wenn der viele Giftstoffe produziert, dann muss das die Leber entgiften, die schafft nicht mehr die anderen Pestizide zu zu entgiften. Und dementsprechend ist es wirklich auch ein, natürlich sind wir damit konfrontiert, aber wir können eben auch über die Ernährung schon ganz viel machen, dass unser System wenigstens so läuft, dass wir es wieder entgiften können. Mhm. Ich glaube, oder wie ist denn deine Meinung, wie viele oder in unserer Bevölkerung hat jeder eigentlich mit seinem Darm ein Problem? Oder? Ja. Also ich würde schon sagen, es kann zumindest sich jeder um seinen Darm kümmern, weil
Ja, es ist einfach, erstens ist es ein sehr emotionales Organ. Das heißt, es ist bei vielen Menschen einfach stark betroffen. Und zweitens ist es, also der Stress, der geht unglaublich auf den Darm. Das ist das, was die meisten mittlerweile haben. Das heißt, wenn ich viel Stress habe, kann ich mich um den Darm kümmern. Viele Menschen, also der Darm meldet sich relativ frühzeitig. Nur wir erkennen es nicht, dass das ein Darmproblem ist. Genau. Unverträglichkeiten, Allergien. Generell, jede Entzündung entsteht im Darm. Das heißt, irgendwie Kniegelenksprobleme, Hüftarthrose, all das ist irgendwie eine chronische Entzündung, die der Darm nicht mehr oder die der Körper nicht mehr ausgeschaltet bekommt. Und da fange ich auch im Darm an. Hautprobleme, also man sagt so schön, die Haut ist der Spiegel des Darms. Also ganz arg viele Hinweise, auch Müdigkeit und Erschöpfung, ja. Also Energieproduktion kann nur stattfinden, wenn der Darm auch die Nährstoffe aufnimmt. Und das heißt, der meldet sich immer, aber wir hören da meistens nicht drauf. Das, was du jetzt aufgezählt hast, das muss aber nicht sein. Also das heißt, wenn ich per se eine gute Haut habe, dann muss es nicht heißen, der Darm ist grundsätzlich gesund. Ne? Die Problematik kann sich auch an anderer Stelle äußern, eben wie du sagst, Erschöpfung oder Müdigkeit. Genau. Ne? Ist ja so, dass der Körper immer, also Krankheiten haben ja auch eine Symbolik und es ist wirklich so, dass es bei jedem immer die Schwachstelle aussucht. Wenn das bei dir nicht die Haut ist, dann sei froh. Genau. Und eben der Körper zeigt da die Schwachstelle, wo jemand halt dann hinschauen soll oder darf. Wir schauen da auch in einem anderen Gespräch nochmal näher drauf. Was sind denn, weil das ist ja der Schwerpunkt jetzt unserer Sendung, was sind denn jetzt so anti-entzündliche Lebensmittel? Ja, also Lebensmittel, ich fange mal eher so an, was eigentlich ganz arg wichtig ist, um die Basis zu haben, ist einmal vielleicht auch noch die Häufigkeit. Das ist nochmal ganz arg wichtig, dass wir wirklich nicht 5-mal und 6-mal essen, sondern dass eigentlich 3-mal reichen, vielleicht sogar 2-mal, weil der Darm braucht auch eine Pause. Der muss sich zwischendrin mal reinigen. Mhm. Der Dünndarm macht das ja gern. Und die Leute schieben ja ständig irgendwas in sich rein. Und das macht massiv Entzündungen im Körper. Und wenn wir also schon unsere Mahlzeiten mal auf 2 bis 3 Mal reduzieren, ist das schon hoch antientzündlich für den Körper, gut auch für den Darm. Und das Nächste ist, wenn ich dann mir einfach so ein paar Grundlagen anschaue, auch wieder einfach, an sich weiß es jeder, aber ich wiederhole das immer gerne, Thema Wasser. Ne? Wir brauchen Flüssigkeit, damit der Darm funktioniert, damit auch Entzündungen im Körper einfach gelöscht werden können, wenn man so sagt. 2 bis 3 Liter am Tag sollten es sein und dann möglichst, wenn man wieder auf den Darm schaut, ja, wo ja auch jede Entzündungsreaktion startet, dann sollte das nicht zur Mahlzeit sein. Mhm. Also quasi halbe Stunde vor der Mahlzeit. War jetzt die Frage im Hinterkopf, genau. Und dann erst wieder 1 Stunde nach der Mahlzeit. Genau, dann tue ich schon ganz viel Gutes. Wenn ich es schaffe, 2 bis 3 Liter am Tag zu trinken, vielleicht gleich noch ein bisschen lauwarm, das ist dann gut für die Körpertemperatur, mache ich schon ganz arg viel richtig. Welchen Hintergrund hat das, dass man nicht unbedingt zum Essen? Weil dann die Verdauungsenzyme nicht verdünnt werden. Also das ist ganz, eigentlich logisch. Habe ich neulich mal wieder von irgendjemandem gehört, nein, es ist völliger Blödsinn. Also rein physiologisch, wenn wir uns das Verdauungssystem anschauen, wie gesagt, wir haben vorher das Kauen gehabt im Mund, Grundlagen, dann geht es ja über die Speiseröhre in den Magen. Jetzt, wie aktiviere ich den Magen? Da brauche ich am besten viele Bitterstoffe, was sehr gut ist, fermentiert ist auch sehr gut, damit die Magensäure sprudelt. Bei Stress sprudelt sie nicht, um das nochmal zu wiederholen. Und dann geht das ja später in den Dünndarm und den Dickdarm. Mhm. Und die Enzyme brauchen wir ja, um die Nahrung aufzuspalten. Und wenn ich natürlich zusätzlich viel Wasser nehme, dann ist ja klar, dass das dünner ist und die dann nicht die Kraft haben, meine Nahrung aufzuspalten. Jetzt ist ja, wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht zur Nahrung unbedingt viel Flüssigkeit braucht, dann kann das nicht auch ein Kennzeichen dafür sein, dass ich einfach wahrscheinlich hier eine Nahrung habe, die zu wenig Wasser enthält oder was für ein Indiz wäre das? Ich könnte mir eher vorstellen, dass es grundsätzlich ist, dass die Person zu wenig Wasser trinkt. Mhm. Und es ist wirklich so, wenn man sich das angewöhnt, am Anfang auch wieder mit Uhr, halbe Stunde vorher Wecker stellen, nochmal 2 Gläser Wasser zu trinken, ist quasi vor der Mahlzeit, dann braucht man auch nicht so viel. Und auch hier nicht dogmatisch sein, ne? Wenn ich ein paar Schluck zu meiner Nahrung nehme, ist das nicht Problem. Auch eine Suppe ist es nicht das Problem. Aber manche legen ihren Hauptfokus vom Trinken auf die Hauptmahlzeit. Und das ist dann einfach nicht so gut. Okay. Ja, jetzt hattest du ja gefragt, zwecks Lebensmittel, beziehungsweise was man da noch tun kann, antientzündlich. Mhm. Und ich sage immer, Ernährung darf nicht kompliziert sein, muss einfach sein, zum Verständlich. Also alles, was so kompliziert ist, macht keinen Sinn. Ja. Blutzucker ist ein ganz großes Thema. Ja? Wenn der Blutzucker den ganzen Tag Achterbahn fährt,
Habe ich extreme Energieschwankungen, extreme Entzündlichkeit im Körper? Mhm. Und wann fährt der Blutzucker Achterbahn? Wenn ich sehr viel leere Kohlenhydrate esse, wenn ich sehr viel Stress habe. Also immer, wenn ich eine kohlenhydratreiche Mahlzeit esse, fährt der massiv nach oben, sinkt wieder ab, dann muss ich wieder essen, ich fährt wieder nach oben, ich greife zu irgendwas, was gerade so rumliegt, süße Stückchen. Und das ist diese Dauerachterbahnfahrt, wie gesagt, raubt Energie und fördert Entzündung im Körper. Und das beeinflusst natürlich dann auch meine Darmschleimhaut und alles, was so dazugehört. Mhm. Also Nummer eins, haltet den Blutzucker konstant. Kann ich machen, indem ich ein bisschen mehr Eiweiß zu jeder Mahlzeit esse, mhm. Indem ich eben leere Kohlenhydrate weglasse und auch mehr Ballaststoffe. Dann ist mhm. die Blutzuckerregulation ganz anders. Jawohl. Antientzündliche Lebensmittel, genauso wichtig das Thema Fette. Also wir machen es einfach heute. Es gibt Fette, die machen Entzündungen im Körper und es gibt Fette, die senken im Körper Entzündungen. Mhm. Wir reden dann oft von den Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Das ist eigentlich mittlerweile auch bekannt. Omega-6-Fettsäuren sind Sonnenblumenöl, Distelöl, Erdnussöl, Margarine. Und Omega-3-Fettsäuren, die im Körper Entzündungen senken, das ist im Leinöl, im Fischöl, in Walnüssen. Und wir haben ein ganz schlechtes Verhältnis in unserem Körper mittlerweile. Das heißt, wir nehmen viel zu viel Omega-6-Fettsäuren auf und das lagert sich direkt in die Zellmembrane ein. Und dadurch erhöht sich die Entzündlichkeit natürlich im Körper massiv. Das heißt, zurück zu richtig guten Fetten, mehr Omega-3 aufnehmen. Und was eben auch noch sehr gut ist, ich sage immer, für den Darm ist Kokosöl und Butter ist auch sehr gut. Mhm. Also kleiner Fun-Fact, ich sage immer, was ist gesünder? Erdbeeren mit oder ohne Sahne? Und dann sage ich immer mit Sahne, weil der Blutzucker nicht so steil nach oben geht. Und weil Sahne, da ist einfach die Buttersäure auch drin. Muss natürlich eine biologische, gute Sahne sein. Auch den Darm stärkt. Ja, also mhm. so, wenn ich Menschen immer empfehle, welche Fette sie daheim brauchen, ist ein gutes Olivenöl ist super. Zum Anbraten Butterschmalz und Kokosöl. Und dann eben einfach Leinöl als Ferrari. Und arg viel mehr Fette braucht man dann gar nicht. Nimmt man ja sowieso noch über Nüsse und Co. auf. Jawohl. Genau. Bei Kokosöl, da habe ich immer das Gefühl, das ist nicht ganz so Hitze, wie soll ich denn sagen, fürs heiße Braten nicht ganz so gut geeignet, mhm. oder? Also eigentlich ist Kokosöl und Butterschmalz, das ist das, was man fürs heiße Anbraten verwenden Doch, kann, weil es okay. einfach gesättigte Fettsäuren sind. Das heißt, da ist keine freie Verbindung, die reagieren kann. Wo man eher ein bisschen vorsichtiger sein soll, wäre Olivenöl, also mhm. eher übers Gemüse nach dem Kochen oder nicht so stark eben anbraten, weil einfach die Pflanzenstoffe sonst kaputt sind. Und es ist eben eine einfach ungesättigte Fettsäure, kann ein bisschen was reagieren. Also auch wenn dann steht Bratöl, ja, dann wurde das irgendwie verarbeitet. Und wir haben vorher darüber geredet, der Darm mag es gern natürlich am möglichst unverarbeitet. Mhm. Genau. Wie ist es denn mit Rohkost und, also, Gute Frage. Ja, weil ich so oft das auch höre, ja, dann also als Darmernährung, da muss man bestimmt viel Rohkost essen. Ich bin überhaupt gar kein Fan vom Rohkost, weil besonders mhm. die Menschen, die ein Problem haben mit dem Darm, was wir ja vorher herausgearbeitet haben, dass es sehr viele sind, die vertragen kaum Rohkost. Und viele pflanzliche Stoffe, die sind gar nicht aufnehmbar. Und dementsprechend bei mir in der Kur ist wirklich so, dass die Rohkost erst in der dritten Phase, also ganz am Schluss, ganz langsam und dosiert wieder aufnehmen. Und es hat auch noch mehrere Gründe. Also neben dem, dass es eigentlich schwer verdaulich ist für viele, kostet es viel Energie, um es mhm. zu verdauen. Das heißt, es raubt mir eher Energie. Mhm. Und ein bisschen ist wieder kein Problem, wenn der Darm fit ist. Aber so das, was die Menschen, also so eine Rohkosternährung, da fehlt dann am Schluss auch oft ganz arg ja, okay. an Substanz. Ich habe mich im Vorfeld zu unseren Gesprächen, bin ich eben dann auch auf die fermentierten Geschichten mhm. gekommen. Hat das auch so einen Zusammenhang eben mit den, ich sage jetzt mal mit der Rohkost, dass erst durch einen gewissen Prozess, dass etwas genau. dann besser verträglich ja. wird? Also eben durch die Fermentation ist ja wie vorverdaut mhm. ja von Bakterien. Ja mhm. Und das sind ganz tolle Lebensmittel für unseren Darm, weil da einfach Bakterien kommen zusätzlich. Da werden Substanzen oder einfach so für uns zugänglich gemacht, dass wir sie besser aufnehmen können. Das heißt, auch für mich fermentiert, das ist keine Rohkost mehr. Also weil es einfach die Bakterien mhm. für uns schon vorverdaut haben. Und mhm. in der Form können wir dann Rohkost gut essen und auch gut aufnehmen. Genau, und das hat da sicherlich eben durch die bakterielle Zerlegung
was ganz Positives für uns ist, mit einem Heilmittel. Ja? Also jeder, der sich um seinen Darm kümmern will, der sollte wieder fermentierte Lebensmittel einarbeiten. Ja, ich habe ganz viel Spannendes dazu gehört und gelesen eben im Vorfeld zu fermentierten Lebensmitteln. Also habe mich damit noch nie so wirklich auseinandergesetzt. Sauerkraut weiß man natürlich, dass das auf jeden Fall gut ist. Wahrscheinlich auch nicht alles, oder? Nicht jedes Sauerkraut? Man muss eher vielleicht darauf achten, ist es pasteurisiert danach, weil dann habe ich diese positive Wirkung nicht mehr. Mhm. Und früher, die Oma, die wusste, dass das so gut ist. Die hat dann quasi Sauerkraut wurde gemacht und dann wurde davor immer 2 Löffel roh gegessen, weil dann natürlich die Bakterienvielfalt noch drin war. Und dann wurde das Sauerkraut gekocht. Aber es geht eigentlich um dieses roh fermentierte, was wirklich diese unglaubliche Wirkung im Darm hat. Das ist eigentlich so das Wichtigste, dass es nicht pasteurisiert ist und ich sag mal, natürlich hergestellt oder hergestellt. Früher wurden die Kinder ja in das Sauerkrautfass gestellt. Mit den Füßen wurden die dann, weil da eben diese Mikroben der neugeborenen, der jungen Füße in das Sauerkraut übergeht und dementsprechend dadurch sich ja auch diese gesundheitliche Wirkung entfaltet. Würde man heute wahrscheinlich sagen, oh Gott, nein, irgendwas da rein, was nicht soll oder oh Gott. Ja, wir haben mittlerweile einfach ein falsches Verständnis, weil also Bakterien sind unsere größten Freunde und Helfer. Also es sind wirklich, die unterstützen uns in der Verdauung. Die stellen selber Vitamine her, die kommunizieren mit unserem Gehirn. Und wir fangen an mit Desinfektion und allem, die Bakterien wegzumachen, obwohl es eigentlich so tolle Helferchen sind. Ja, wir sind leider mit unserer Zeit schon wieder am Ende angekommen, obwohl ich versucht habe, ganz schnell zu sprechen. Und du bist ja auch nicht langsam mit sprechen. Aber wenn jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr wissen wollen zu dem Thema, wo können sie sich denn informieren? Wo findet man mehr Informationen von deiner Seite? Ja, also einmal habe ich ja ein Buch geschrieben letztes Jahr. Da steht wirklich alles drin, was ich jetzt so auch an dennoch ein paar mehr Ernährungstipps, wie wir jetzt gerade haben. Genau, Immunpower. Sonst auf unserer Homepage gibt es auch ganz arg viele Sachen. Durch unsere Darmkur kann man eine schöne Selbsterfahrung machen. Mhm. Ja. Wie heißt die Homepage? Friederike-Pfeil.de. Genau, so wie Wunderbar, ich heiße. Super, genau, also ganz einfach. Ja, ganz einfach. Oder wahrscheinlich einfach Friederike Pfeil googeln und dann kommt man auch dahin. Auf die Homepage. Genau, und dann kann man sich da weiter informieren. Wunderbar. Ja. Oder kann wahrscheinlich auch mit dir in Kontakt treten. Genau, kann sich melden. Tolles Team im Hintergrund und super, wunderbar. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank dafür, für deine Informationen und für dein Know-how, das du mit uns teilst. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute und verabschiede mich für den Moment von dir. Ja. Und auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden. Ein Satz vielleicht noch dazu. Ich habe mal irgendwo gehört, gelesen, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ganz eng im Zusammenhang steht damit, wie uns unsere Mutter herangeführt hat an Ernährung. Und deswegen stoßen wir dann auch oft auf ganz viel Widerstand oder beziehungsweise regt sich viel Widerstand in uns, wenn wir mit neuem Ernährungsverhalten konfrontiert werden. Das sind unbewusste Dinge, die da ablaufen. Vielleicht versuchen Sie das mal im Hinterkopf zu behalten. Okay, wenn da jetzt was gesagt wird, wo Widerstand in mir hochkommt, dann könnte das damit zusammenhängen. Ich würde Sie einfach nur bitten, dass Sie sich öffnen mit Ihrem Bewusstsein für neue Gedanken. Und wenn es Ihnen nicht gut geht, wenn Ihr Darm nicht fit ist, vor allen Dingen dann sich öffnen für eine neue Art und Weise, sich zu ernähren. Ich hoffe, Sie hatten ein paar Tipps, konnten ein paar Tipps mitnehmen aus dem heutigen Gespräch und freuen sich mit mir auf neue Gespräche und weitere Gespräche mit Frau Dr. Friederike Pfeil. Und in diesem Sinne, passen Sie bitte gut auf sich auf und sorgen Sie gut für sich, seien Sie liebevoll zu sich wie immer und schauen Sie das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, auf Wiedersehen.